Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3, Österreich. Yay! Das letzte Mal haben wir Ägypten, wie ihr seht, weiß gemacht. Also, sie sind jetzt ein Vasallenstaat unsererseits. Sie liefern uns, glaube ich, auch ein wenig Geld. Ja, 1000 Kröten pro Monat. Doppelt so viel wie Krakau. Ich meine, Krakau ist dieses Fuzzi-Wuzzi. Monster von einem Staat. Und trotzdem bringt es nur doppelt so viel wie Krakau. Spricht nicht für Ägypten oder für Krakau. Egal. Ich meine, die wirklich beste Region von Ägypten haben wir sowieso gekriegt, aber Ägypten und die zweitbeste auch mit Sinai. Sinai hat zwar auch keine Einwohner oder sehr wenig zumindest nur, aber immerhin haben wir dort den Suezkanal. Gut, ja, das war das. Schauen wir mal. State Turmoil 19. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, es wird besser, wenn wir wieder weniger Infamy haben. 52,2. In einem Jahr sind es noch 40. Schauen wir mal, ob das schnell oder langsam runtergeht. Noch irgendwas wollte ich. 507 Bürokratie. Und wir könnten schon Sinai zum Staat machen. Integrieren. Aber das kostet quasi nichts. Das würde wahrscheinlich viel kosten. Das ist eh klar, weil da so viele Leute wohnen. Irgendwas wollte ich noch machen. Ich weiß es wirklich nicht. Es waren keine Institutionen. Gibt's. Ach ja, warte mal, wir könnten da eine Institution weiter aufgehen. Das ist grundsätzlich mal nicht schlecht. -50% Political Movement Radicalism und -50% Revolution Secession Progression Speed finde ich gut. Klingt auf jeden Fall so, als bräuchten wir es. Wir haben hier ganz offensichtlich die Geheimpolizei. Ah ja, stimmt, ich wollte den Markt anschauen und neue Gebäude bauen. Hahaha. So, schauen wir mal. Das hat mir jetzt mal nicht ein einziges Mal den Markt angeschaut. Boah, geil. So, bei den Grundsachen. Kleidung. Kleidung ist wichtig. Kleidung, Kleidung, Kleidung. Wichtig. Schwefel ist mittlerweile extrem wichtig. Aber sonst ist das eigentlich relativ okay. Blei wäre auch ganz gut. Schauen wir mal. Spend so für Moment. Schlesien. Und LED brauchen wir auch. Und auch Schlesien. Und gleich. So, Luxusgüter. E, brauchen wir einen, das ist uns wurscht. Kleidung. Und die drei. Gibt es Importrouten, die kein Dings brauchen, oder da? Den Russen. Oder wieder die Russen. Oder die Russen. So, und da haben wir eigentlich nichts.
Gut, heißt, wir machen auch Kleidungsmanufaktur. Und zwar brauchen wir mehr mit Craftsman Sewing. Ah, noch das. Sewing Machines könnten wir uns schon leisten. Uff, können wir uns das leisten? Kostet mehr Tools, aber die sind relativ günstig. Fabric ebenfalls und Dye sind zwar nicht ganz so billig, aber wieso nicht? In Wirklichkeit können wir das umstellen, oder? Und wir werden auch das machen. Silk wird dadurch teurer. Und wir produzieren einfach auch noch mehr Silk. Venedig. Okay. Serbian Migration to Iceland. Warte mal. To North Island. North Island ist Neuseeland. Na schau. Serben wanderte dort hinaus. Org. Schauen wir mal, das machen wir noch ein Kanal. Ja, genau, ist Austria, ja, von Farms zu Dingsbums kannst du. Da fehlt uns noch ein bisschen was Expand Power Plants. Level 5 Plant. Das Problem ist, brauchen wir die Energie überhaupt? In der Marzien haben wir jetzt ein Level 1 Power Plant. Achso, nein, bauen es gerade. Naja, schauen wir mal, wenn es fertig ist. Können wir uns dann genauer anschauen, was das Ding macht. Government Buildings. Nochmal Info. Mehr Declared Interests. Unproductive Trade Routes. Okay. Okay, wenn du meinst. Ui, ui, eng. Da hab ich nicht geschaut. Da hab ich gar nicht geschaut. Diesen Teil hier. Ja, 20 und 22 und 14%.
Das stimmt natürlich. Könnten wir eine Runde Government Administration dazu. Und da ebenfalls. Gut. Ja, was haben wir da jetzt wieder? Oldenburg ist das. Revolutionary Oldenburg. Und auf der Oldenburger Seite sind bereits Hamburg und Spanien. Wow, absolut grand. Ja, und die haben die Arbeit auf ihrer Seite. Finde ich gut. Advanced Egalitarianism. Yeah. Und was sind die? Conservative and Maintain Balance of Power. Eine konservative Nutzung. So, schon. Bitte uns was an, oder nicht? Achso, ich hab Pause gedrückt, dann nicht weiter. Na bitte, 49,8. Fast wieder in der internationalen Artengemeinde aufgenommen. Okay, jetzt sind die gar nicht eingestiegen, sondern sind nur interessiert gewesen. Also. Revolutionary Dings. Frag mich, ob ich helfen kann. Nein, echt nicht. Dann müsst ihr euch selber ausgehen. Einschreiten. Dann frage ich mich, okay, haben wir irgendwie viele Truppen haben die jetzt nicht, die Revolutionäre. So hätte ich den Revolutionär helfen sollen. Passiert irgendwas hier? Zum Beispiel ist der Suezkanal bald fertig. Also der Suezkanal fertig wäre, gegraben ist er. Wo das Problem ist, er ist nicht voll.
erst 3000 Leute, die hier arbeiten, 5000. Muss 90% voll sein. Das heißt, 4500 müssen hier arbeiten, mindestens. Yay. Es wird mehr. Und zwar, dass ich im, obwohl ich die niedrigen Steuern habe. Oh, was ist das? Hannover gegen hannoveranische Peasants. Und da helfe ich auf jeden Fall. Drei Fronten. Achso, nein, drei Fronten. Ja, der Pest kann sich da eh von alleine durchsetzen. Dann will ich fast sagen, wir strukturiert und zur Braunschweig-Hannover-Grenze geschickt. Du wirst. Dich Speck. So, was machen. Was ist das? Ein Montenegro? Und der Next Revolutionary Montenegro? Zu Sisyphus auf der Seite? Warte mal. In einem Protektorat von beider Sizilien. Schauen wir mal. Revolutionary. Wie revolutionary bist denn du? Oh, sehr schön eigentlich. Revolutionary. Aber bei der BD auch konservativ. Ist mit dem Großen und Ganzen egal. Auf wessen Seite? Bei andererseits, auf der Seite der Rebellen hätte den Vorteil, dass wir bei der Sizilien dort
Sind wir voll jetzt hier? Hey, Dynamit, wir können jetzt besser produzieren. Lass uns. Heißt, machen wir die nächste Forschung. Machen wir militärische Forschung wieder, sicherheitshalber. Was macht das? 30% Volksort. Ja, das schaut was War Propaganda. Das haben wir nicht. Unlocks repeat rifle for arms industries. Okay. Und handcranked machine gun. Unsere Truppen stärker werden. Apropos stärker werden. Schauen wir mal noch. Ja. Immer Truppenteile, die Offline-Infantry sind. So, was würde passieren, wenn ich da alle aufs gebe? Small-Arms-Preis steigt. Aber nicht zu stark wie. Ja, machen wir alle aufs Skirmish mal. Und bessere Infanterie sollten wir auf jeden Fall nehmen. Da auf den Schrapnell zu gehen, braucht noch mehr Munition. Das ist mehr leid. Das bedeutet, was wir brauchen, ist, wir brauchen mehr Munition. Wir können schon auf Explosive Shells gehen. Mehr Explosives, mehr Lead, mehr Ammunition. Explosives sind danach. In Südtirol könnten wir Munitionsfabriken bauen. Ah, Chemical Plant. Oh. A newspaper called the Moravia Gazette. Has printed a bigoted article about the Ashkenazi people living there. We can suppress the article or we can let it be released. It. Wir verlieren Autorität, nämlich 5% oder ignore it. Wir sind Österreich, wir suppressen it. Mit Authority, dass sich das ausgeht. Was sonst sollten So, warte mal. Ich wollte schauen, hier. Oh, was ist da? Was ist der? Ah, für den Krieg schon. Meine Güte. Gar nichts.
Ja, wirklich. Ja, es kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Kann es aus. Ja, ich muss mir die Wasserfälle anschauen. Findet keine Typen. Ah, ich glaube, ich werde geholt. Gerufen. Außerdem ist eh schon fast vorbei. Wir werden Schluss machen für heute. Okay, bis später. Ciao.